Babys. Hallo, Maike. Oh, Babys. Oh. Hi, Stefan. Kommst du hoch? Von beiden. Oh, der ganze Scheiß. Juhu. Es läuft. Oh, ja, warte mal. Hier passt auf jeden Fall was hin. Ja, und ich dachte auch hier. Ja. Das müssen wir gucken. Aber hier, pass auf. Doch, kann man auch machen, wenn man lustig ist, wenn man ein bisschen Armmuskeln trainieren will. Michael, kannst du mir das Vogelskelett entfernen? Oh, scheiße. Hier, Michael, drückst du? Ja. Ja, ja. Ich glaube, die haben die Maisonette-Wohnung. Ja. Was sagt ihr? Eine 10? 10. Eine 10. Absolut. Eine wunderschöne. Ich wollte das Video laufen. Wir haben nicht mal 8 Uhr. Scheiße, Unterleibsschmerzen. Gar nicht mehr. Ja, ich fahre auf jeden Fall gleich schon mal in die Wohnung vor. Dann kann ich halt das Umzugsunternehmen sozusagen entgegennehmen. Sagt man das so? Ja, meine Mama und mein Michael. Mein Michael bleiben in der Wohnung und schauen, dass alles mitkommt. Was wird? Schauen wir mal, was wird. Ja. Ich war nicht einmal auf dem Balkon hier. Ich weiß, interessiert jetzt gerade keiner. Ich habe solche Stresspickel bekommen. Ich glaube, es ist so eine Mischung aus Stresspickel und ich habe meine Tage. Was für mich auch Stress bedeutet. Also es sind Stresspickel. Ich bin in der Wohnung angekommen. Ich kam einfach die Tür nicht rein. Ich habe sie nicht aufgeschlossen bekommen und musste dann meine Nachbarin fragen. Die dachte sich auch nur so, you good? Naja, auf jeden Fall kommt gleich das Umzugsunternehmen. Meine Mama hat mir schon geschrieben, dass sie schon losgefahren sind. Also die sind krank schnell. Meine Matratze, die haben wir gestern hier reingebracht. There you go. Doch, echt ein bisschen groß. Aber es war noch die meine Schwester übrig hatte. Ich wollte jetzt keine neue kaufen. Jetzt gerade eben, ich habe noch ein bisschen gestaubsaugt, sodass sie das jetzt nicht in den Dreck oder so stellen. Ist mir das abgefallen. Hier bei meiner Küche. Ich bin aufgeregt. Ich bin auch so krass müde. Das glaubt ihr gar nicht. Ich habe wirklich nicht lange geschlafen, weil ich musste noch eine Probation schneiden. Wie kriegt man das denn an? Ich sag's euch, Leute, dieser Balkon ist so zugeschissen. Das ist wirklich. Wunderschön. Das sind nicht die besten Bedingungen. Ich habe meine Tage, wir haben 30 Grad und das reicht mir eigentlich auch schon. Bett schon. Oh mein Gott. Leute, ich fühle mich so schlecht. Die mussten gerade dieses fette Teil hier die ganzen Stockwerke hochlaufen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. I would simply die. No joke. Update, Leute. Wohnung füllt sich langsam. Yay. Da ist mein kleiner Schrank. Okay, Leute, das ist alles drin. Tada. Tada. Oh Leute, ey, das ist jetzt noch so viel Arbeit. Also, das hier ist jetzt, also ganz ehrlich, die Wohnung hier.
ist so viel weniger Arbeit als die alte. Da ist auch so viel. Boah, Michael und Mama sind ja in einer anderen Wohnung. Ich glaube, da ist es noch schlimmer. Yay! Leute, I moved in. Oh, ich bin so happy. No joke. Und die waren auch so lieb. Die waren so lieb. Wir haben erst 10:30. Leute, das ist jetzt komplett unwichtig, ne? Aber wir sind gerade meine Handtücher angekommen. Guck mal, wie schön die sind. Hätte man mir vor 2 Jahren gesagt, dass ich mich über... Nee, vor einem Jahr. Hätte man mir vor einem Jahr gesagt, dass ich mich über Handtücher freue, hätte ich gesagt, dass... Nee. Nope. Mir da jetzt die Hand Towels geholt, weil die anderen waren mir viel zu teuer. Ich fand die schon, fand ich schon echt teuer. Aber das, also die Hand Towels haben die normale Größe von Handtüchern. Und nicht, also jetzt nicht diese riesigen, sondern diese kleineren, wisst ihr, was ich meine? Und die reichen ja auch komplett aus. Die anderen, sorry, waren mir zu teuer. Aber es reicht. Also das ist ja wunderschön. Fertig gemacht. Wir haben jetzt, gleich 11. Ich wollte kurz zu Zara, weil ich ja was zum Umtauschen habe und ich will gucken, ob die so einen bestimmten Rock haben, aber ist jetzt nicht wichtig, ne? Ich will einfach nur das Zara-Paket loswerden. Das ist eigentlich relativ in der Nähe, deswegen nice. Und dann danach fahre ich direkt in den Anschluss zu der alten Wohnung und helfe noch meiner Mom und Michael auch die Sachen einzuladen, die halt mitnehmen. Und yes, ich habe hier gestern Abend noch mein Bett gemacht. Tada! Also es ist nur Matratze. Ach du Scheiße. Mein Display ist ab. Oh Gott. Ja Leute, super. Meine Vlogging-Kamera ist kaputt. Also was heißt, ist kaputt? Also sie filmt Gott sei Dank noch. Das Display ist nur gerade einfach abgeflogen. Super. Oh, fuck, ey. Und das Problem ist auch, also ich habe halt schon gesehen, dass da natürlich, dass sie kaputt ist, weil da war schon die ganze Zeit, war es jetzt locker die letzten Wochen. Aber das Ding ist halt, die ist so teuer. Also die ich jetzt gerade benutze, ist die Canon G7 X Mark II. Und die ist ja jetzt voll im Hype gewesen, weil Leute damit Fotos machen. Und dann ist sie so krank in die Höhe gestiegen vom Preis her. Ich habe die halt vor 4 oder 5 Jahren gekauft. Ich glaube vor 4, ne? Nee, 5. Ich glaube, ich habe die seit 5 Jahren oder so. Und, ja, scheiße. Deswegen ist die Mark III, glaube ich, die ist, der Autofokus ist da nicht so geil. Und diese Sony AX oder AX, na, keine Ahnung, irgendwie so. Da gefällt mir halt auch irgendwie so der Autofokus gar nicht. Nee, nicht der Autofokus, das gefällt mir halt nicht. Nee. Da ist der, die Bildstabilisierung ist scheiße und ich mag es nicht, wenn sie ganz so shaky ist. Und die Kamera ist eigentlich perfekt. Vielleicht kann mir die auch jemand fixen oder so. Naja, ich muss euch jetzt fertig machen. Ich muss jetzt los. Ich weiß auch noch nicht, welche ich anziehe, weil es ist sau warm draußen. Also ich bin nicht so die Sommermaus. Also ich mag, ich weiß, unpopular opinion, aber ich bin auch keine Person, die sagt, ich will Sommer, Sommer, Sommer.
Was ich gerne hätte in meinem Leben, wäre Frühling und Herbst. Und das halt 24/7. Also ich mag einfach, wenn es so, wenn's so 20 Grad sind. Man kann auch die geilsten Outfits tragen. Es ist comfy, man sieht cute aus, man schwitzt nicht, man ist nicht angeschwollen. Man ist nicht halb am Verrecken in der Sonne. Sorry. Ich akzeptiere, also wirklich so diese 20 plus Grad, ne? Die akzeptiere ich nur. Ich akzeptiere die eigentlich fast gar nicht. Aber wenn, dann wirklich am Strand, so wo man sich abkühlen kann oder so. Aber was willst du hier in Deutschland machen? Sorry. Ich bin auch hier keine so eine Seemaus. Ich sehe mich auch nicht im Freibad. Das fühle ich gar nicht. Nee. Also ich bin da raus, aber schon mein Leben lang. Ich war immer so Herbst. Ich war immer so Frühling. Was ziehen wir an, ist die Frage. Ich glaube, ich ziehe meinen Basic-Look an. Ich denke, es wird eine Jeans, ein Top und ein Hemd. Also das ist mein Go-To-Fit. Ich merke gerade, mir fehlt echt so ein weißer Bralette, der nicht so durchgeht. Und ich habe dieses neue, wunderschöne Oberteil. Das ist so ein Basic, aber der ist so lang. So ein Basic-Oberteil von DF Avenue. I think it's kind of cute. I'm going to wear it today. Wait a second. Never mind. Okay, das weiße Oberteil wurde es nicht, weil ich einfach da nicht gut drin war. Sah mit dem, also der BH sah scheiße drin aus und es war halt auch nicht so dick, der Stoff, dass man es für meine Verhältnisse ohne BH tragen kann, weil sonst die Nippel wirklich so boom in your face sind. Was stört mich bei niemandem, aber bei mir, don't like it. Jetzt habe ich dieses Oberteil an von Red Boy. Das kann man auch ohne BH tragen, finde ich. Und dieses Oberteil von dir. Haben wir jetzt auf dem Weg. Und ja, yeah. Hier hat sich nichts getan noch. It is, wie es ist. Aber ja, ich würde sagen, let's go. So Leute, wir sind wieder in der alten Wohnung. Das ist eigentlich auch relativ viel raus. Hier ist es noch drin. Und sonst auch ganz schön viel leer. Stimmt, da sind immer Sachen, muss ja alle verkaufen. Ja. Süß siehst du aus. Cute. Also wir haben es bald geschafft. Oh. Mal, gib dir mal mein Display. Schön scheiße. Sag hallo. Hallo. Bibel ist auch tot. Nein. Ja. Baby. Ist das so weit weg? 12 Minuten zu Fuß.